Das Spiel war ja für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, ist ja so konzipiert, dass du in die Konsole andere Spiele einlegen konntest. Und Und dann hat das Spiel die CD gelesen und daraufhin ein Monster beschworen und dann hast du wieder das Spiel, die Spiel-CD reingelegt. Und so konntest du mit deinen anderen Videospielen, die du hattest von der PS1, konntest du Monster beschwören. Aber wie funktioniert das jetzt hier? Hallo, I need you to sign here, please. Ich bin der Codemann. Nee, als ob es so Deutsch gibt. There you are, Codemann. Okay, see you later. Congratulations, this is to certify you as a monster breeder. Please visit Fimba. You are here to register, aren't you? Please. Ja, das hatten wir schon alles gehabt, Leute. Das haben wir schon alles gehabt. Ja, wir wollen uns registrieren als Monster-Tamer. Wir wollen gleich coole Monster beschwören und dann coole Kämpfe uns anschauen. Nach wem von euch soll ich das erste Monster benennen? Wer möchte mein Monster sein, Chat? Nein, wir hatten schon zwei Rikis gehabt. Wir nennen ihn doch nicht Ricky 3. Input the keyword of the CD of the monster to born. Was? Was für Artist? Aber was für Musik-CD, hä? Soll ich jetzt eine Musik-CD in meinen PC einlegen? Liest das Spiel gleich Spotify? Was soll ich da reinschreiben? Keine Ahnung, durch den Monsun, Alter. Tokyo Hotel. Search. Etwas gefunden von 2020. Was? 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 Wow, what a monster. Good luck raising it. It's a good looking monster. By the way, Leute, das Fenster habe ich nicht verschoben. So. Wie kann ich noch Ricky 3 nennen? Nein! Was ist ein Banger-Song? Okay, dann nenne ich ihn jetzt Ricky 3, dann bringe ich ihn um und dann machen wir ein neues Monster. Dann seid ihr zufrieden. We'll be right back.
Okay. Was geben wir? Wieso dreht sich das Ding so schnell? Was geben wir? Eine Potato, ein Fisch oder ein Meat? Wir geben ihm ein Potato. So, Skettle. Nein, zurück. Nein, zurück. Was passiert hier? Ich glaube, ich muss das mit Maus spielen. So, da ist unser Kalender. Wir haben, das ist quasi eine Reihe, ist eine Woche. Das ist die erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche. In der dritten Woche findet ein Turnier statt. Da wollen wir am besten teilnehmen, aber wenn ich ihn jetzt einfach so mit den Startstats trainieren lasse, kämpfen lasse, wird er wahrscheinlich Fett aufs Maul bekommen. Wobei, vielleicht ist Tokyo Hotel und durch den Monsun ziemlich strong. Guck mal, der hat hier schon Skill Level 3, Speed Level 2. Leute, wir gehen direkt so rein, oder? So sind die Animationen alle so vorgespult. Ja, yeah, sie haben einfach die Animation alle vorgespult, um die 30 FPS auszutricksen. Die 30, die 19 oder wie viel das waren. Richtig gutes Remaster bisher. So, erste Woche wird gerestet. Zweite Woche wird gerestet und dann gehen wir ins Turnier rein. So, let's go. Blossom Cup. Ladies and Gentlemen, we will now begin the battle. Okay, Chat, let's go. Gamba. Vorhersage starten. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ricky 3 oder Baruda. Baruda. 30 Sekunden Zeit, schnell. Ja, Ricky 1 und 2 hatten wir ja schon mal gehabt. Auf der PS1 Version. Die Crowd sieht so lebendig aus. Einfach nur ein Gemälde. Okay, let's go. Ich gebe ihm keine Instruction. Der soll alleine kämpfen. Der schafft das schon. Ricky ist ein Großer. Hey, ich habe ja mega das Monster erschaffen. Der wird ja easy gewinnen, oder? Dieses Vorgespulte! Ist das scheiße! Als ob Ricky stirbt! Ich konnte nicht mal realisieren, was da passiert. Es ging viel zu schnell. Leute. Das ist ja eine Katastrophe. Lasst uns lieber Monster Rancher 2 anschauen. Lasst uns dort einen Ricky 4
beschwören. Junge. Ich konnte nicht mal nachvollziehen, was im Kampf passiert ist. Was da passiert? Ich habe gar nichts gecheckt. New game, let's go. Hello, please sign your name here. Ich kann nicht schreiben. It's Cotman Reborn. Cotman RE, das steht für Cotman Reborn. Cotman RE, you will be a new trainer, right? We are going to have to take the trainer type test. Please answer these questions. Okay. Das ist jetzt so. Leute, das ist jetzt so wie bei Mystery Dungeon Pokémon. Wieso ist das hier so verschoben? In a battle, what counts in the end is mental power. Bist du dumm? When I see people who are in need, I can't ignore them. Moment, I can't. Also wenn ich jetzt ja sage, dann ja, ich kann sie nicht ignorieren. Aber ich kann sie schon ignorieren. Es geht ja darum, ob ich es kann oder nicht. Also ich könnte schon... Nein, ja, ich bin verwirrt. When I'm ordered to do something I like, I'm confused. Was? Wenn ich etwas machen muss? Was ich mag, bin ich verwirrt? Nein. Sometimes it's important for people to simply let something go. Ja, Chat. Langsam müsst ihr aber loslassen. Cluedo ist tot. Lasst los. Before I start proceeding with something, I should make sure it's safe. Eigentlich nicht, rein da. If someone does something displeasing, I should not behave the same way. Genau. I think walk is more important than romance. Inwiefern steht jetzt Arbeit und Romantik zueinander? Hä? Man kann doch Arbeit und Romantik haben. Nee, nicht hinterfragen. Arbeit ist sehr wichtig. In order to truly succeed, sometimes I need to make a risky choice. Immer, immer. Nur wer riskant ist, lebt erfolgreich. My dream can be realized as long as I do my best to achieve it. Yeah, niemals eure Träume aufgeben, Chat. If I have to choose, I like spring better than winter. Ja, schon. Winter ist zu kalt. That's all, thank you very much. Please wait here. Oh, boy, dankeschön. Für 42 Monate, vielen Dank. Hello, Codeman. Reed. Thank you for waiting. I was explaining the type of trainer you are to the trainer assistant. Ach, das ist meine Trainer Assistant. Okay. A little bit hasty. Was? Die Examscore 92. She is the trainer assistant who is going to your place. She is still a bit childish, but she sure is a good girl. Die war irgendwie 2 oder so. Here she is, Coltia. How do you do, Coltman? I'm Coltia. Please call me Colt. Ich soll sie einfach Colt nennen. You're gonna work with her for quite some time, so please try to get along with each other. Do your best to raise a monster well. So that it can win the Major 4. Oha, es gibt die Top 4, Leute. I'm looking forward to your performance. Yes, sir. Well, Codeman, jetzt let's do our best. First, you should obtain a monster at the market in the town.
or at the shrine by generating it from a disk stone or a slate. And then take it to the ranch with you. Okay, let's go. Ja, let's go. Disk stone. A disk stone CD is a round stone in which a monster has been sealed. You don't know what kind of monster has been sealed in a disk stone until you check it out at the shrine. Try as many disk stone as possible. Achso, das sind Fragen. Okay, no more. Yep. Let's go. Holen wir uns das erste Monster. Ja, Musik aus dem ersten Teil wäre besser. Excuse me? Is this your first time visiting this shrine? What's your name? My name is Colt. This is Kotman Rehe, a trainer. I'm Chile, a priest of the shrine. We generate monsters using disk stones and slates, backup data of monster range. Ah. Which kind of generating do you want? Disk. Was? Wie gibt's nicht? Wie gibt's nicht? Okay. Mach Schnappi. Ich weiß nicht, von wem Schnappi ist. Ja, durch den Monsun gibt's, aber fucking nicht Suicide Silence. Gibt's auch nicht! Wie, es gibt keinen Namen. Moment. Das kann doch nicht sein! Wieso gibt es Tokyo Hotel durch den Monsun, aber nicht Linkin Park? Ich bin so verwirrt. Warte, was, wenn ich nur Linkin Park eingebe? Okay, dann gibt's was. Dann gibt's was. Okay. Ach, man sucht das Album. Ich dachte, wir suchen den Song. Hier, Leute. Sogar die Bonus Edition. Let's go. Hä? Wo ist mein Monster? Hä? Wo ist mein Monster hin? Ich hab nicht gelesen, was die gesagt hat. Es gibt auf jeden Fall einiges. Der hat irgendwas von Sorry und Rare Monsters gesagt. Here's a big moment. Mann, wieso ist das denn alles so vorgespult? Das ist ja unspielbar. Wie klein er ist! Junge, er sah gerade so riesig aus. A bit scary looking, isn't it? Do you want to take this monster to your ranch? Yes. Oh, Junge. Gute Mini-Riggi.
Okay, wir gehen zur Ranch. Mein Junge, was ist er? Hier, kriegst du ein Potato. Und Crinox, dankeschön für 13 Monate. Das Problem ist auch, die Animation liegt an der Framerate des Bildschirms. Ich meine, wir können mal schauen, ob wir die Framerate verstellen können. Was ist FF? Was ist FF? Was ist FF? Final Fantasy, ne? Wie, ich kann den Sound komplett ausmachen? Wofür steht denn FF? Fast forward? 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 Wieso gibt es eine Vorspulfunktion? Aber ja, so ist es auf jeden Fall spielbar. Es gibt in dem ersten Monat gar kein Battle-Turnier und dann kommt direkt ein schwieriges. Ein Phoenix Cup. Ja, wir können. Ja, das schaffe ich ja alles nicht. Ja, dann. Jo, wie cool! Dann machen wir Training und dann lasse ich ihn ein bisschen drillen. Shoot. Then let's begin the drill. Mini Ricky is a failure. Ja, ich scold ihn. It seems disappointed. Oh, halt die Fresse, Ricky. Mini Ricky's well. Guck mal, wie klein er da hinten steht in der Ecke. Was ist. Wieso schreit er wie ein Affe? Was ist? Erandri. Oh, you have to fill in the paper this for the Erandri. Write down the monster name and the trainer's name. Was ist Erandri, Chat? Ich muss auf jeden Fall Geld bezahlen. Ach, das ist das, was bei dem anderen war, diese Arbeiten. Dass sie auf eine Reise geschickt werden. Das kann ich auswählen zu Papas, zu Prepares oder zu Troublesea. Ja, Speed und Life wird da besser. It seems that there is something good. Do you want to send your monster to this Erandri location? Patsy! Oh, yo! Rabbit Fist! Popface! The Russia! Hayate! Oh, Junge! Wieso ist das so komisch? Grisselig. Und Rapture, dankeschön für 22 Monate. Können wir bitte ein Monster basierend auf einer dieser SpongeBob-Schwammkopf-Musik-CDs generieren? Können wir gleich probieren. Der gute Dasher. Ach so, er steht nicht auf. Ich dachte, das sind zwei. Aber das soll darstellen, dass er da hinten stand und beim Foto machen ist er rangesprintet. Oh, nee! Okay.
Der Houndoll. Gressel. Kamui. Ja, wir gehen zum Puncher. Keine Ahnung, Mann. Das ist ein Shit-Game. Er hat's geschafft. Speed has increased by 2, life has increased by 1. Oha, 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 nein! Er muss es nochmal versuchen. Komm schon, komm schon. Jetzt der. Jo! Drüber gejumpt. Was eine Maschine. Beeil dich. Mini-Rigi, lauf. Nein. Oh, der, nein. Jo, was? Ich dachte, er schafft es noch. Oh. Wir haben nicht gesehen, wie er gegen Puncher kämpft. Scolded? Ja. Gottmann Reh, Mini Ricky ist sick. I am a bit concerned, I'll put it in the hospital. Hey, wir wollen zum Turnier. Soll er sich zusammenreißen? Mini Ricky ist still in the hospital. I hope it will come back soon. Mini-Ricky ist still in the hospital. I hope it will be come back soon. Nein, ist still in the hospital. Stirbt er jetzt, weil er... Er stirbt nicht erst da. Loyalty 1. Wie, was hast du getan? Ich habe ihn auf eine Mission geschickt. Und er ist an den Berg abgestürzt. Freshman's Cup. Er darf direkt ins Turnier, ja. Here we are in the prepare arena with a typical jungle shower today. And this condition Freshman's Cup is now beginning. Gottmann Re, let's win. Slate Bomb gegen Palmer. Oh, Junge. Palmer hätte Splendid Victory. Juno Mule gegen Nats. Jo, wer ist der denn? Nats hätte Splendid Victory. So, let's go. Wir kämpfen gegen Lione. Information? Our opponents Leon tried to KO before. Ich darf nicht sehen, was er macht. Was seine Stats sind. Dürfen wir nicht sehen. Okay, Chat, dann Gamba, ne? Gamba, let's go. Wer gewinnt? Mini Ricky oder Leone? Eine Minute habt ihr Zeit? Wieder das Bild verschoben, ne? Wir würden die Stats doch eh nicht verstehen. Ja, ein bisschen kann man ja dann nachvollziehen, was da passiert. Jetzt Dropout. Do you want to give Mini Ricky advice? Nein, er kämpft von alleine. Er ist eh nicht royal.
Also, wir haben mehr Leben, mehr Stärke, weniger Int, weniger Skill, weniger Speed, aber mehr Defense. Also recht ausgeglichener Kampf, würde ich an der Stelle sagen. Neun. Ihr wollt den Doppelten hinlegen. Komm, mach einen Twack. Yo, der Dodge. Mach einen Twack. Was war das denn? Gib dir mal mehr Mühe, Mini-Regie. Ja, easy. Haben wir drin. Haben wir drin, Chat. Aua! Was passiert da? Was passiert da? Hohoho, der Dodge! Er hat gerade irgendwie gecharged. Und ich habe seinen Superangriff gedodged. Das Kranke hast du ihn stark gemacht. Time up, wir haben gewonnen. Mini-Ricky! Dafür hast du dich geschunden, Ricky. Dafür hast du dich geschunden. Winston gegen Capella. Wer wird unser nächster Gegner sein? Evolution Live, danke für 10 Monate. Dankeschön. Capella. Jo, Capella war irgendein Alien. Okay, wer kommt ins Finale? Polmer oder Nats? Ist Polmer das, was wir im ersten Teil hatten? Schon mal? Tja, Chat, nächste Gamba, ne? Wer gewinnt? Mini-Ricky oder Winston? Winston ist schon ein cooler Name. Wer gewinnt? Ich dachte, Ricky wäre ein Loser. Was für ein Loser? Nur weil er im Krankenhaus lag? Junge, der war einen Monat lang in den Bergen. Moment, Winston ist ja einfach durchsichtig. Junge, Int und Skill. What the fuck? Was ist denn mit Winston los? Der war, glaube ich, 2 Monate auf dem Berg. Komm schon, Ricky, das packen wir. Das packst du, Ricky. 18, damit können wir arbeiten. Ricky, du musst nur treffen. Ricky, du musst nur treffen. Ricky, du musst nur treffen. Ricky. Gestaggert. Ricky, du musst nur treffen. Ricky, komm schon. Ricky, du musst nur treffen. Ricky, bitte, du musst treffen. Ricky. Komm schon, Ricky, du musst nur treffen. Einfach ein paar Mal treffen. Du machst mehr Damage. Komm, ein paar Mal treffen, Ricky. Ricky, komm. Ja, guck dir das an. Ach, komm schon, Ricky. Wenn Ricky trifft, dann gibt's richtig Damage. Oh, Ricky, komm schon. Einfach jetzt dodgen. Einfach nur noch dodgen, Ricky. Ja, einfach nur noch dodgen. Mach wie damals Deutschland gegen Frankreich. Einfach auf Zeit spielen, genau. Ricky ist einfach eine Maschine. Ricky, die deutsche Legende. So, Finale-Chat. Ergebnis wählen. Ricky hat gewonnen.
Und jetzt das große Finale. Palmer gegen Mini-Regi. Jetzt wird's hart. Das große Finale. Let's go, eine Minute, habt ihr Zeit. Wenn ich jetzt gleich auf Ricky setze und der verliert, gibt es eine Klage wegen Schiebung. Drückt man nicht weiter, damit man während der Wette Stats nicht sieht. Was meinst du? Achso, ich sollte erstmal die Wette durchlaufen lassen. Aber mit Stats wäre doch interessanter, oder? Dann könnt ihr besser abschätzen. Ich meine, hättet ihr gerade die Sets gesehen, vorm Wetten, alle hätten doch safe auf Winston gesetzt, oder? Alle hätten auf Winston gesetzt. Der hat ja so viel Skill und so viel Speed gehabt. Und trotzdem hat Ricky gewonnen. Blind ist top. Habe ich auch gemacht. Man hat es reingeschissen, sehr gut. Okay, let's go. Ricky, Ricky, Ricky. Ricky, wenn du das schaffst, dann kriegst du ein richtig geiles Steak. Moment. Achso, es gab einen dritten Platzierten. Winston, dritter Platz. The Final. Ich dachte kurz, unser Kampf wurde gerade geskippt einfach. Leben, aber der hat nur 31 Power. Und auch nur 40 Defense. Tja, let's go. Gegen Palmer. Der hat 4 Skills. Slap. Twack. Er hat viel Leben, aber er hat sehr wenig Verteidigung. Das kriegen wir hin. 16! Er brennt! Anger! Er ist aber wütend! Er löscht ihn! 38 Damage! Der macht so wenig! Wenn er seine Spells nicht benutzt, dann macht er gar keinen Damage. Komm schon. Ein Hit noch und wir haben gewonnen. Ein Hit treffen und wir haben gewonnen. Komm schon! Ricky, ein Hit nur! Es reicht! Es reicht! Es reicht. 78% zu 68. Yeah, prozentual. Das wäre dumm, wenn es nicht prozentual wäre. Mini Ricky is the winner. Jetzt kriegt er einen Chicken Dinner von mir. Als ob Turnier gewonnen. Junge, das ist das schlechteste Turnier. Das ist das Turnier F. Das ist das einfachste Turnier. This is the result of this tournament. Hier ist der Preis, Money. So wenig. Now I can't wait to see Mini Rickys Fame. Okay. Wie viel Fame bekommt er? Schicker Bild auf dem Bild. Sepia. 3 Fame. Hätte 3 Follower. Gut, Mann, Reh. I think Mini Ricky has learned lesson in the tournament. See, look. Oh, nice, stärker geworden. Schicken wir ihn wieder auf den Berg? I think Mini Ricky did a great job. Praise? Ja, praisen. It seems very delighted. He seems tired.
Ja, dann soll er mal ein bisschen schläfen. Er ist nur 3 Jahre wieder im Koma liegen. Kotman, this is official tournament week. I'm sure you're entering Mini Ricky, aren't you? Ja, there you go. Das ist offizielles Turnier-Chat. Das ist kein IMA Official. Und das war ein Freshman's Cup. Freshman's Cup, Freshman's Cup. So alles Freshman's Cup. Okay, die am Ende des Monats sind die offiziellen. Da will man gewinnen. Da will man gewinnen. Okay. Ist auch ein bisschen schwieriger, ne? Könnte knapp werden. Schreit immer wie ein fucking Affe. Klingt so ein bisschen wie Mario Party Donkey Kong. Here we are. It's an official Turnier. It's a time to start. It's a first Turnier. Oh my God. Let's win. Yeah. Oh, das, so ein Turnier hatten wir im ersten Teil eigentlich immer gehabt. Mit so einem Tableau. Wir fangen direkt an. Ricky gegen wen? Our opponent is Lonta, has high int, so be aware of the distance between our monster at all times. Okay, Leute, wir haben Lonta. Lonta. Lonta mit sehr hoher Intelligenz, Chat. Lonta mit einer sehr hohen Intelligenz. Jetzt kriegt Ricky safe auf Maul. Willst du wirklich nicht mehr auf Ricky vertrauen? Doch mal alle auf Ricky? Oh, okay, doch nicht. Die hohe Intelligenz bringt ihm auch nichts, wenn er verprügelt wird, halt wirklich. Ist wie damals in der Schule. Wer hat gewonnen? Die Intelligenten oder die Dummen? Tja, die Dummen haben immer gewonnen. Let's go. Nein, ich entscheide gar nichts. Und genau, es heißt ja auch noch, der Schlauere gibt nach. Das ist das Auge. Wo? Was für High Intelligence, Junge, das ist ja nur 150. Okay, gib ihm. Gib ihm eine gute Rechte. Junge, mit dem Twack trifft er halt nie, ne? Jo, was ist das denn für ein Doppelhit gewesen? Oh mein Gott, Chat, das sieht überhaupt nicht gut aus für Ricky. 24? Nein, komm schon! Ricky! Ricky, komm schon! Ricky! Ricky, komm schon! Ricky, komm schon! Er hat ihn abgeschleckt! 35! Oh no. Hä? Das ist ja mega dumm. Also... Jo, wie adrig sein Schwanz ist. Er war ja eigentlich auf ihn spezialisiert, also auf Fernkampf. Er hat nur einen einzigen Fernkampfangriff gemacht und dann nur Nahkampf gemacht, hat mich trotzdem zerstört. Aber wir sind aber noch nicht raus aus dem Turnier, Leute. Wir können noch siegen. Jetzt kommt Oklahoma gegen Junomolo.
Nein, dieser Stein. Jetzt kommen Nets gegen Harry Kicks. Ich wundere, wer ist der denn? Okay, jetzt kommt gegen Juno Mole. Juno Mole Chat. Können wir den besiegen? Was sagt er? Was sagt er? Juno Mole. Ja, ist ein offizielles Turnier, das ist groß. Du gewinnst einfach das Tic-Tac-Toe. Das Tic-Tac-Toe Extreme. Das war ein schlauer Schachzug, X zu setzen. So kriegen wir gleich das Tic-Tac-Toe hin. Our opponent is Jun Mulu. He's high skill. Try to KO before it gets our monster. Ricky macht das, ja, er macht das schon. Oh. Der macht das schon. Ui, sehr ausgeglichen. High Skill hat er, ja, es geht, ne? Wir haben nur 20 weniger Skill. Aber overall, ich glaube, alles zusammen sind seine Stats besser, ne? Ja, er ist in allem besser. Aber am Ende des Tages zählt auch RNG mit rein. Was ist dieser Twack immer? Hör auf, den zu machen. Was ist das? Ich finde komisch. Oh, yo. Der wollte ihn abstechen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein verwirrter Angriff. Das ist kein richtiger Angriff. Er macht irgendwas. Junge, der dodgt ja alles. 31 Damage. Junge, wenn er irgendwann mal treffen würde. Ja, 24, okay. Er gibt auf einmal alles. Tja. Das Turnier scheint ein bisschen härter zu sein für Ricky. Das ist, glaube ich, nicht sein Tag. Ich glaube, das ist nicht sein Tag. Aha, die gewinnen gleich Tic-Tac-Toe in der Ecke. Okay, Harry Kicks ist unser nächster. Oder? Harry Kicks, ja. Was? He seems really bad. Beware of its bad techniques. Was? Okay. Also Harry Kicks ist echt schlecht. Pass auf vor seinen schlechten Angriffen. Okay. Harry Kicks. Okay. Let's go. Er holt gleich direkt Messer raus, ja. Junge, das Spiel ist so scheiße. Mm-mm-mm.
So, 15 Sekunden noch, let's go. Do you want? Nein. Das wird nix, doch, doch. Harry Kicks. Ja, den schaffen wir. Guckt euch das an. Ich hab mehr Power. Der hat ja echt viel Verteidigung. Ja, schon mal ein guter erster Hit. Scheiße, er trifft auch direkt. Hör doch auf, das zu machen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Der Start ist schon mal strong. Scheiße, aber er hat auch einen starken Start. Starken Start. Nicht starten, Start. Er startet einfach startig. Ah, schade. Oh, shit. Er hat ihn umgerannt. Komm schon. Komm schon, Ricky. Ein paar Punches, ein paar Belly Punches. Komm schon. Komm schon. Zwei Belly Punches und wir sind gut drin. Komm. Ricky. Mach doch nicht den, Ricky. Och, komm, Ricky. Ich bring gleich Ricky um. Ich verkauf den. Ricky wird verkauft. Ricky wird verkauft. Aber hey, der O'Clayman scheißt auch fett rein. Müssen auch gegen Nets kämpfen. Und gegen. Vielleicht gewinnen wir gegen O'Clayman, Leute. Er hat gegen alle verloren. Vielleicht. Aber erstmal gegen Nets. Erstmal gegen Nets. Nets hat bisher auch nur gewonnen. Eine Gamba noch? Nee, wir müssen ja noch gegen O'Clayman kämpfen. Nuts has give up! Ich hätte die Wette erst durchlaufen lassen sollen. Als ob das funktioniert. Ja, dann machen wir eine neue Wette. Gegen O'Clayman. Was habt ihr mir gesagt? Als ob irgendeiner von euch wusste, dass das geht. Wo hast du was gesagt? Gar nichts hast du, einen Scheißdreck hast du gesagt. So. Oh! O'Clayman. Ne, Moment, O'Clayman gegen Lonta, wir kämpfen gar nicht, ne? Mit dem Durchlaufen lassen. Ja, bis zu den Stats. Das sind doch nicht die Stats. So, jetzt kommt's. Ich habe noch nicht mal auf Battle gedrückt und da kam schon die Nachricht. So, O'Clayman. Letzte Gamba. Letzte Gamba, Leute. O'Clayman hat einmal gewonnen und Ricky hat einmal gewonnen. Tja.
Das ist schon ziemlich even gerade. Ja, Ricky hat einmal gewonnen. Sieg ist Sieg. Aber genau gegen den, ich wollte unbedingt gegen O'Clayman kämpfen. Weil sein Modell sieht so hässlich aus. Ich will sehen, wie er im 3D-Kampf aussieht. Do you want to give Ricky Battles? Nein, keine Battles. Er soll selber Battles. Okay. Er ist ja mega dumm. Junge, wie scheiße er aussieht. Einfach ein Stück Matsch auf dem Boden. Ein Stück Lehm. Das sieht gut aus, Leute. Er ist dumm und er hat keinen Skill. Der sieht gut aus, oder? Jo, wo kommt die Hand her? Der ist ja Kleinstein. Jo, die Hand! Boom! Hat er über 45 Schaden gemacht. 45. Was passiert da? Kämpf doch. Jetzt hat der Ricky richtig Bock. Ja, wer hätte denn gedacht, dass der eine 45 raushaut? Wie konnte er so oft verlieren? Der hat eine 45 rausgehauen. The fuck? Alter, wer ist der denn? Der Poser. Ja, schade. Ich dachte, wenigstens den Kampf gewinnen wir. Tja, aber ein Sieg trotzdem gehabt, ne? Im ganzen Turnier ist da auch gut. Und wer hat jetzt gewonnen? Gewonnen hat jetzt Harry Kicks. Nee, oder Nets. Die haben beide 4 Wins. Kommt jetzt noch ein Duell? Ja, tight. So we will now hold a tie-breaking match. Oh, yo! Harry Kicks ist ja insane. Ja. Vor allem, ja, Nets hat gegen alle gewonnen. Gegen alle gewonnen und der einzige, gegen den er verloren hat, war gegen mich, weil er aufgegeben hatte. Und sie hat es sogar gesagt, ich weiß nicht, wie sie heißt, Cold. Cold hat auch sogar gesagt, von wegen, er hat vermutlich aufgegeben, weil er Angst hatte und dachte sich, dass unser Monster stärker ist. Trottel. Ey, $50. Oh, man kann Minus-Fame bekommen. Also habe ich jetzt 3 Hater. Ich hatte vorhin 3 Follower gehabt und jetzt sind diese 3 Follower meine 3 Hater geworden. Nein, der wird nicht gepraised. Der wird jetzt verkauft auf dem Markt. Der kriegt doch gar nichts zu essen hier. Ich muss ihn wirklich füttern? Okay, kriegst noch einen Pudding.
hoffe, der ist viel wert. So, wir gehen ihn verkaufen. Weg mit ihm. Ja, erzähl mir nix. Nimm mein scheiß Monster auf. 50 Gold! So viel? Ja, der geht jetzt auf die Farm. Kennt einer von euch die Alben? Hier ist auf jeden Fall ein Theme-Song dabei. Hier Metal-Version! Was für Metal-Version! I regret to tell you, nein! This is a rare monster, can be generated only by an authorized IMA Trainer, please come again. Nein! Nein! Aber es gibt ein seltenes SpongeBob-Monster. Dann, was ist das hier? Einfach der Beat SpongeBob Nemesis? Eight? Bitte was? Bitte was? SpongeBob Nemesis. Okay, das war scheiße. Das will ich nicht. Belle for Bikini Bottom. Super Sponge. Die Metal-Version ging ja nicht. Und hier Krusty Cook-Off. Sind das Haare? Sind das Haare? Ist der Haar. Ist der Haar. Ist der haarig? Funny looking monster. Do you want to take this monster to your ranch? Nein. wen sollen wir nehmen, Leute? Wie wär's mit Oh, da heißt einfach nur Red. Okay. Apfeltee. Einfach Keggy. Ja, wenn Photoshop kommt, dann kommt ja nicht ApoRed, oder? Photoshop Reality. Nee.
Bad Game, ja. Einfach Scooter. Was ist Pokémon? Pokémon! Pokémon Go Rap! Video Game Rap Battles, okay. Pokémon Go Song, Pokémon Karten. Legenden Arceus Mystery Dungeon. Hier Opening 1. Pokémon Theme. Kurt Schneider. Kurt Hugo Schneider. Das ist sogar die deutsche Version. Zu stark. Wer, was für Young Buddha? Es ging um Rumble Arena, Alter. Let's go. Ja, Digimon World. Refund, doofes Spiel, ja. Bitch. Arme Cow. Oh, das muss oben hin, ne? Scheiße. Nein! Komm schon! Mann. Ich darf nichts machen. Oh Mann. Mann. Leben, leben. Das weiße Album, Morgenstern. Hm. Nickelodeon. Alter, gibt es hier... So. Spiegel!
Spiegel. 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 What the fuck? Wer ist das denn? Strong looking monster. Looks dependable. Junge, den schicken wir in den Gulag. Den schicken wir in den Gulag. Das ist sein Name. So sieht er auch aus. Das ist mal ein krasser, aber wie nennen wir den? Scheine, Ricky. Das ist ein guter Stein, Ricky. So, Training. Wo schicken wir den Jungen hin, Leute? Lass ihn uns auf die See schicken. Der sieht so aus, als könnte er gut schwimmen. Tachi. Silverface. Bloody Eye. Z-Rock. Wer ist das denn? Metal. Frabber. Yellowhead. Oh, er weint. Tomcat. Clear Hair. Scratcher. Rocky Gel. No Right. Bustler. Amoeba. Tachi. Ja. Tachi schafft er bestimmt, oder? War das gut? Ist das gut? Ich glaube ja. War gut. Der geht jetzt wirklich schwimmen. Der geht ein bisschen raften. Boah, was passiert da? Was passiert da? Kalkuliert einfach. Hungry Sharks. Putz. Dreh dich um hinter dir. Ricky, hinter dir. Putz. Nein, der Letzte hat ihn erwischt. Wir werden nie den Endkampf sehen. Hinter dir, Ricky. Und jetzt nicht vergessen. Denk an den Letzten. Denk an den Letzten, Ricky. Ja. Gut. Ja, aber es ist halt die vierte Woche, ne? Wir werden jetzt nicht gegen den Letzten kämpfen. Wir werden Tachi nicht sehen. Steinerige Kürze, not acquire any techniques. Scolded? Nein. Ist okay. Hat trotzdem gut gemacht. Was geben wir denn, Regie? Tabletten. Er kriegt ein paar Aspirin. Damit er nicht ins Krankenhaus kommt. Seems pretty tired. Give it some rest. Ja, okay, dann pennen wir halt ein bisschen. Dopingmittel. Gute Nacht. Schlafi, schlafi.
Steini Seems Well. Ja, Leute, wir schicken ihn nochmal auf irgendein Abenteuer, ne? Ich würde gerne, dass er irgendwie eine neue Technik bekommt. So, wir waren noch nicht hier, ne? Schauen wir uns das hier an. Ambusher, Junge. Flytrapper, der Blower, also. Springlegs, Executioner, okay. Huntle. Clear Lizard. Stinky! Meyer. Hardy. Scale Grass. Lobby. Mad Clay, okay. Wild Saurian. Ambusher, let's go zum Ambusher. Was ist das denn? Monkey Race? Überholt. Yo, einfach geäst. 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 Geil. Cliff Leap. Okay, du schaffst es. Komm. Komm schon, du schaffst es. Spring. Spring, du schaffst es. Was? Ach, er holt Anlauf. Nein! Und schon wieder werden wir den Affen am Ende nicht sehen, den Gegner am Ende nicht sehen. Ich glaube, das ist nicht seine Stärke. Ich glaube, das ist nicht seine Stärke. Naja, das ist nicht seine Stärke. Ich glaube, wir schicken den gleich nochmal auf die See. Das war, glaube ich, genau sein Ding. Komm, gib's auf. Gib's auf. Das ist nicht dein Ding. Na, ist okay. Es gibt keine Wüste zur Auswahl. Wir haben nur See, Dschungel oder You're running out of money. You better enter Steinricky into a tournament to make some bucks. You are too hard on it. Steinricky will pass out. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Do you want to let Steinricky rest? Es gab ein Wüstenikon? Doch. Hab ich übersehen? Oh. Scheiße. Ich hab nur die drei gesehen. Aber wir haben jetzt eh kein Geld mehr. Steinricky seems pretty tired. Können eh nicht mehr machen. Ich habe nur noch 390 Moneten. Ich glaube, ein Ausflug kostet 1000. Also wir müssen ein Turnier gewinnen. Okay, let's go, Leute. Wir haben Official Tournament heute. Der ist schon irgendwie cute, ne? Wieso tut dir Steinricky leid? Boah, der ist echt scheiße! Meine Winde Wahrscheinlichkeit, nice. Tja, Leute, let's go. Was soll schon schief gehen? Vielleicht ist er ja ein Naturtalent, was Kämpfen angeht. Er ist loyaler als Mini-Ricky. Mini-Ricky hat eine Loyalität von 1 oder so gehabt. Der hat jetzt eine Loyalität von 5. Der ist super loyal. Ich sollte ihn eigentlich in loyaler Ricky umbenennen. Ja, direkt gegen Netz, Leute. Ich hoffe, er geht uns ins Netz.
So, wir müssen ein bisschen schneller machen, Chat, ne? Ihr müsst schneller klicken. Ich mach 30 Sekunden Wetten. Es muss schneller gehen. Okay, let's go. 30 Sekunden. 3, 2, 1, let's go. Ja, das sind wahrscheinlich immer dieselben, weil es halt dasselbe Turnier immer ist, ne? Stein, Ricky, Stein, Ricky, Stein, Ricky, Stein, Ricky, Stein, Ricky, Stein, Ricky, Ricky, Stein, Stein, Ricky, 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 Stein, Stein. Punch. Punch ihn weg, Junge. Hat er mich gerade angeschissen? Gas, einfach Gas, ein Damage. Dashin. Ricky, du musst was machen. Der hat dir ein Damage gemacht, du verlierst. Oh, danke. Oh, Junge. Er hat nur 57 Leben. Junge, was sind dieses Gefurze? Ich mag Netz. Das Geräusch noch dabei. Ich glaube, der hat ihm gerade irgendwie seinen Brustkorb eingeschlagen. Boah, Junge. Er ist einfach tot. Er hat ihn einfach getötet. Er hat einfach getötet. Steinricky won. Ja, Chat. Habt ihr nicht kommen gesehen, ne? Bei den Stats. Er hat halt echt beschissenere Stats als der Boy, der G-Mini-Ricky, ne? Okay. Ich klicke jetzt noch nichts. Wir haben jetzt Steinricky gegen Leone. Ich klicke nichts. Und mach direkt die Wette. Leone. Let's go. 30 Sekunden. Schnell, schnell, schnell. 30 Sekunden. Ja, Ricky, Steinricky weiß, dass wir Geld brauchen. Der hält sich ran. Er will nochmal die See sehen. Er will nochmal ans Meer raus. Aber wenn Aufgabe in der Wette mit drin ist, ist das doch mega Scam. Wieso? Kann passieren. Wissen wir doch nicht. Krabbeln eigentlich noch immer noch Käfer in der Tastatur? Weiß ich nicht. Hab schon länger keine mehr gesehen. Okay, let's go. Leone, 88 Leben. Junge, die wird weggestompt. Was? Voll in die Kauleiste rein. Yo, der Jump. Damit hat der Nuts seinen Brustkorb eingetreten. Punch ihn weg. Punch ihn weg. Ach, Damage. Komm schon, punch ihn weg jetzt. Mach den Sack zu. Mach den Deckel drauf. Okay, das wird jetzt echt noch knapp. Mach den Deckel drauf, komm schon. Komm. Nein. Gewonnen! In der letzten Sekunde. Die Maschine. Ricky hat einen Lauf, Leute.
So, jetzt kommt Harry Kicks, Leute. Das war der letzte Gewinner, ne, vom Turnier. Mal gucken, ob der immer noch so gut ist. Gegen Ricky. Harry Kicks. 30 Sekunden, schnell. 3, 2, 1, let's go. 30 Sekunden. Punkte, Punkte, Punkte. Ja, ich sehe schon. Also, Steinricki hat heute bei euch ein bisschen jetzt an Fame gewonnen, ne? Steinricki hat jetzt abgeliefert. Okay. Ist Harry Kicks schlechter geworden? Ist der schlechter geworden? Das Ding ist halt, Steinricki hat halt echt viel Verteidigung, ne? Steinricki ist eingeschlafen. Okay, er hat sich konzentriert. Steinricki, aufwachen. Steinricki. Wach doch auf jetzt! Steinricki! Wach doch jetzt auf! Steinricki! Mach keine Show, Ricky, komm schon. Das kann doch nicht sein. Er macht nichts. Er macht nichts. Der macht nichts, Leute. Moment, habe ich ausgewählt, dass ich spielen soll? Nein. Habe ich ausgewählt, dass ich spielen soll? Ich bin mir nicht sicher. Nee, habe ich nicht. Habe ich doch nicht gemacht? Ja, du hast Anweisung geben geklickt. Nein. Tja, kann passieren, Chat. Harry Kicks hat leider gewonnen. Harry Kicks hat leider gewonnen. Worst Trainer. Kann mal passieren. So, jetzt kommt gegen Juno. Gegen Juno, Leute. Let's go, schnell. Gegen Juno. 30 Sekunden. 3, 2, 1. Oder willst du nicht, dass wir Geld bekommen? Was für Geld? Hier geht's nicht um Geld. Diesmal ohne Betrug. Ich hab's nicht absichtlich gemacht. Ich hab mich verklickt. Sorry. Ich will doch auch gewinnen. Wieso soll ich denn verlieren wollen? Boah, wie stark der ist. Was ist denn mit Juno passiert? Der war im Gym. Der Slap, ja. Schade. Oh, Juno wird echt hart. Wir brauchen so einen geilen Claw-Angriff. Ich muss ihn clawen. Komm schon, mach den Claw. Geh nach hinten, Anlauf holen und dann claw ihn an. Komm schon. Komm schon, Ricky. Ich verkauf dich. Reiß dich zusammen oder ich verkauf dich. Ricky, reiß dich zusammen, ich verkauf dich. Ja, Juno ist einfach okay.
Ja, okay, töte ihn jetzt auch noch. So, entspann dich. Hallo, es ist vorbei! Die Zeit war vorbei! Shiri! Was soll das? Die Zeit war vorbei! Er geht doch mal hin und verpasst ihm noch eine. Was soll das? Er wollte sicher gehen. Junge. Ja, es wird jetzt schwierig, ne? Mann, diese eine Runde stinkt mir, dass ich da mich verklickt hatte. So, Leute, jetzt kommt das große Wiedersehen mit dem Lehmkopf. Das große Wiedersehen. So. Wer gewinnt? Ich bin immer noch bei Steinricki. Ich schreibe immer noch Steinricki in die Wette, ne? Huch. So, let's go. 30 Sekunden. 3, 2, 1. Was ist dieser Stream, Mann? Ich würde eigentlich voll gerne mitgambeln. Diamond! Dankeschön für den Raid. Kommt zu einem spannenden Turnier. Steinricki muss jetzt kämpfen gegen O'Clayman. Und wenn Steinricki verliert, dann bin ich damit absolut nicht okay, man. Wow, der Springer! Daneben leider. Wenn der sitzt, ne? Gewonnen. Was? Okay, wir sind raus. Was macht er? Was macht er mit Steinricki? Junge! Der ihn free-hittet. Der hat einfach zwei Crits hintereinander gehauen. Oh, Junge. Leute, wir müssen gleich so lange neue Monster beschwören, bis wir den Typen da bekommen. Wir brauchen so einen scheiß Kackhaufen da. Den brauchen wir. Oh, Junge. Yo, dankeschön, Diamond, und ciao, ciao. Tja. Aber zwei Siege trotzdem. Crazy. Imagine, der crittet 51 und das ist einfach schon eigentlich Sargnagel. Und er springt einmal zurück, holt Anlauf, macht nochmal 55 Damage. Oh Mann. Wer hat gewonnen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Wer hat gewonnen? Hat Nets gewonnen? Der Furzhase? Gegen den ich am Anfang gewonnen habe? Nein. Wie hat der gewonnen? Junge, der hat mich die ganze Zeit nur angefurzt mit einem Damage. Wie konnte der denn bitte gewinnen? Und dankeschön, Diamond, für den Sub. Hey, 100.
Das Ding ist, wenn ich mir jetzt einen neuen hole, Leute, dann habe ich kein Geld, ihn vernünftig zu trainieren. Wir müssen bei Steinricki leider bleiben. Hier, Milch, damit was zu dir. Ein großer, starker Junge wird. Was für leider, du herzloses Wesen. Ja, ich will so einen Kothaufen haben. Was? Wieso kommt jemand vom Militär? You have mail. Ach, das ist der Postbote. Er kommt gerade an und sagt, keine Ahnung. Steinricki ist im Krieg gefallen. Thank you. Who is it from? Look at this. Steinricki wird eingezogen. Ach, scheiße. This month the Erandri Management Office is promoting a price reduction for your monsters, Erandri. We cordially encourage each trainer to participate during this period. Okay, let's go. Wir schicken ihn in die Wüste. Oh nein, wir können nicht Pretty Tired sein. Es hieß diesen Monat, ne? Also er kann noch ein Päuschen machen. Wir haben diesen Monat noch Zeit. Der ist im Angebot. Das, ich habe doch irgendwie 300, ich habe irgendwie 490 oder so. Habe ich. Was hat sie gerade gesagt? Geht's dem gut? Ist der fit? Der ist fit, ne? Der ist fit. Ja, der ist fit. Ab mit dir in den Gulag. Wie teuer sind die denn jetzt? Immer noch 1000? Da ist die Wüste. Immer noch 1000. Nee, es hat doch immer nur 1000 gekostet. Burning Wall. Es ist... Es gibt in dem Spiel einfach eine brennende Wand als Monster. Und Linking, vielen Dank für den Gifted Sub. Ich will dieses Monster haben, Chat. Ich will eine brennende Wand haben. Dieses Spiel ist so ein Unfall. Red Shell. Dark Cutter. Gazer. Rock Block. Brutus. Oh, Junge. Momo. Gluton. Was ist dieses Game? Wieso gibt es einfach solche Monster? Heat Eye. Big Rock. Bug Eye. Der ist alles zu teuer, Chat. Sind die anderen günstiger? Die sind alle ein Taui. Aber ich dachte, die sind im Angebot. Vielleicht waren die nur eine Woche im Angebot. Tja, was wollen wir pushen, Chat? Was hat der viel? Alles in Power rein, ne? Alles in Power rein. Er muss, damit er nur einmal treffen muss. Ey, komm. Was bist du für ein Wesen? Ja, das bist du, ein Failure.
Nice, call den nicht. Was für Tired, Junge, du hast einen Schlag gemacht. Ja, ich würde gerne Tournaments machen. Aber ich gewinne nichts. Danke. Imagine, ich gehe zur Arbeit und sage, ich bin erschöpft. Ich brauche bitte eine Woche Pause. So, was kriegst du hier? Mal was Richtiges in deinen Bauch hier rein. Hier. Fleisch. Davon bist du richtig stark. Mein kleiner Junge. Das kostet Geld. Ich dachte, das ist mein Inventar. Zeug, was ich schon dabei habe. Ich dachte, das habe ich im Inventar. Ich dachte, das ist im Inventar. Und wenn es leer ist, gehe ich in die Stadt und kaufe mir Neues. Wir müssen ein Turnier gewinnen. Schön, wir müssen ein Turnier gewinnen. Beide. Du Maschine. So, jetzt haben wir noch eine Woche. Die Frage ist, machen wir in der Woche Pause? Oder machen wir nochmal Training und laufen Gefahr, dass er dann gleich in der nächsten Woche tired ist? Weil wir müssen ja gleich eigentlich kämpfen. Wieso ist eigentlich Style soft? Was ist soft? Du bist ein Stein. We have no items. Wir sind komplett tot, Chat. Nee, Turnier ist erst nächste Woche. Was ist denn das D? Der Monat vorher? Wir sind gerade im letzten Monat des Jahres oder so. Tja, resten. Vielleicht können wir irgendwie in der Stadt noch mit den 100... Vielleicht können wir in der Stadt noch mit den 140 Gold, die ich habe, noch irgendwie zur Maniküre oder so. Nein. Ich will hier raus. Ich kann irgendwie zur Maniküre oder so. Job. Habe ich jetzt einen Job gemacht? Okay. Will mich nicht bezahlen. Was tust du da? Ja, ich dachte, ich mache jetzt einen Job. Ja, dann mache ich nochmal einen Rest. Und jetzt, let's go.
Ne, ich weiß, wir haben kein Money. So, let's go, Leute. Das ist jetzt kein Official-Turnier, ne? Das ist Maple Cup. Was für Little Loyalty, Mann. 15. Das ist wieder so ein KO-Turnier. Maple Cup! Yeah! Voll schön. In the Papa's Arena, the chilly fall air has a very cold bite. Under the circumstances, our Kotman Reh will win this fall. Was ist das für ein Bracket? Dafür veranstalten die jetzt ein ganzes Turnier. Die ganze Arena ist voll mit Menschen. Damit sie drei Kämpfe sehen. Ja, für vier Leute. Ja, es sind immer die gleichen, weil ich halt immer noch in derselben Klasse spiele, ne? In der Low-Klasse. Sobald wir mal ein Turnier, sobald wir in die höheren Turniere kommen, gehen, dann kommen auch andere, ne? Ja, die sind alle, glaube ich, wegen Harry Kicks hier. Die so, oh, was? Harry Kicks nimmt teil? Was? Harry Kicks nimmt teil? Da müssen wir dabei sein. Okay, Chat, let's go. Steinricki oder Lonta? Wer gewinnt? 30 Sekunden. Seid ihr bereit für die Gamba? 3, 2, 1. Schnell, schnell, schnell. Gamba, 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 Gamba. So sehr auf Ricky? Okay. Okay. Wenn ihr meint. Ui, Lonta hat trainiert. Jetzt habe ich immer Angst. Habe ich wieder Ja gedrückt? Jetzt habe ich wieder Angst, weil er macht nichts. Er macht wieder nichts. Was passiert hier? Habe ich wieder Ja gedrückt? Ja, habe ich. Aber ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Ja, hab ihn. Boah, knapp. Wir lernen das Spiel. Okay. So, und das Finale, Leute. Ich bin jetzt vorsichtig, okay? Harry Kicks. Finale gegen Harry Kicks. 3, 2, 1, Gamba. Lonta, dritter Platz. Das Finale. Okay, verdrück mich nicht. Nein. Nein. Haben wir jemals gegen Harry Kicks gewonnen? Nee, ne? Das wird's aber jetzt. Das ist er jetzt. Das ist der Try. Ja. Hau ihm die Kauleiste weg. Ja. Denn nur noch ein paar Zähne. Die musst du auch noch raushauen. Ja, okay, Ricky. Der ist ja einfach motiviert as fuck.
Junge, was ist denn mit Ricky los? Junge, was ist denn mit Ricky los? Was macht er mit dem armen Harry? Ricky will unbedingt Geld mit nach Hause bringen. Batz! Die ist so schnell, der kann Ricky kann Harry gar nicht ausweichen. Was ist das? Junge, kann man bitte jemand, kann irgendein scheiß Schiri mal irgendwie eingreifen? Das scheiß Duell ist schon vorbei. Er slappt ihn noch weg mit seinem scheiß Schwanz. Was soll das? Wie dreckig die mal alle spielen. Junge. Und hey, Anna. Der weiß, dass er sonst nichts zu essen bekommt, ja. Er muss sich jetzt Mühe geben. Junge, dieser Cup, wie traurig der aussieht. Den kriegt er gleich zu essen. Das ist der Result. Wie viel Cash gibt's? Oh, 900! Damit können wir aber trotzdem nicht auf den Gulag schicken. In die Gulags. Ich habe irgendwelche Disc-Chips bekommen. Ist das was zu essen? Zwei Fan. Zwei Follower. Stärker geworden. Stimmt, ich habe noch 100 übrig. Ich hatte ja noch 100 übrig. Wir sind jetzt bei 1000. Aber ich muss ihm ja noch was zu essen kaufen. Ja, ich muss ihm was zu essen kaufen. Und Essen ist teuer. Chips auf Süßos Disc. These chips can be used when combining as a secret seasoning. Okay, ich kann damit irgendein Secret Monster beschwören. We can use this item. Was kann ich denn im Shop kaufen? Junge, was? Erzähl mir doch keine Bibel hier. Mango. Candy. Leute. Wie teuer ist der Disc-Chip? 500. Weg mit dem Müll. Wir gehen trainieren. Weg damit! Bestimmt ultra-rare-Item. So. Leute, wir schicken ihn jetzt wieder an die frische Luft. Es kostet 2000! Ja, es war vorhin wirklich im Angebot auf 1000. Ich dachte, es kostet immer 1000. Aber es war nur Angebot. Ja. Nee, aber nee, doch, 1000. Touchy 1000. Nee, alles gut. Alles gut. Let's go, Touchy. Ich hab kein Geld. Aber da steht doch 1000. In der Tabelle stand doch 1000. Aber in der Tabelle stand doch 1000. Ach, das ist der Reward. Oh. Tja, dann müssen wir ihn wohl wieder drillen. Wann ist das nächste Turnier? Wir haben gleich einen ganzen Monat ohne Turnier. Was soll ich den ganzen Monat machen?
Ja, komm, was bist du für eine Failure? Ja, Scolden hier. Gib dir mehr Mühe, Junge. Which food do you want to give? Wo steht der Preis? Ich habe gerade Fleisch gegeben, das war super teuer. Nein, nicht nochmal! Er kriegt nicht so teures Essen. Der kriegt eine fucking Kartoffel für 50. So. Fressen und Schnauze halten. Wir müssen ein bisschen low bleiben, ne? Entspann dich. Du kriegst eine scheiß Kartoffel. Was für tired! Ist ein harter Winter. Ja, einmal gewonnen, schon gibt er sich keine Mühe mehr. Very well. Nee, wir haben doch diese Dingens, diesen Monat ein Turnier. Ach so, ich verstehe es. Diese Tabelle bedeutet nicht, dass die sind die Monate davor gewesen. Ich könnte auch heute im B-Turnier teilnehmen. Wollen wir am B-Turnier teilnehmen? Meint ihr, das geht schief? Larox Cup. Aber wenn wir hier das E-Turnier gewinnen, Official Cup, dann sind wir richtig offiziell Fame. Ja, wir werden gleich das am Ende des Monats das Turnier gewinnen. Das wird gleich unser erster offizieller Sieg. Das mal richtig traumatisieren, Junge. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Schicke ich ihn nochmal trainieren oder schicke ich ihn schlafen? Na komm, Training. Von nichts kommt nichts, ne? Oh, du bist so ein fucking Versager. Ja, let's go. Heute ist Turnier. So, Leute. Loyalität 26. Der Junge bringt jetzt Essen nach Hause. Weil du geklickt hast, dachte ich, ich hatte einen Special Schlag gemacht. Ja, ne? Das sah irgendwie gerade auch specialiger aus. Ich dachte mir auch gerade, lag es daran, dass ich geklickt habe? Und das sah dann so aus? So, okay, das wird's jetzt, Leute. Wir werden gewinnen. Na 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 Schnell, 30 Sekunden. Lonta. 30 Sekunden, 3, 2, 1, let's go. Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Den Songtext vergessen. Ich konnte den Songtext eigentlich immer. Und jetzt habe ich den vergessen. Mir fehlt, glaube ich, nur ein Wort und dann bin ich wieder drin. Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Wann werden wir verstehen? Es geht um uns und das ist, was zählt. Ja, ja. So ging der Text. Keine Angst, es ist niemals zu spät, solange die Hoffnung in uns weiterlebt. Oh!
Banger. Okay, let's go. Ich habe Nein gedrückt, oder? Habe ich Nein gedrückt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Ja gedrückt. Wieso passiert mir das ständig? Ja, okay, lösch den Jungen halt. Was ist dieser lächerliche Damage? Was ist dieser Damage, ey? Denn wir werden frei sein, denn es wird bald vorbei sein. Frei wie der Wind. Wir werden gewinnen, das Böse bezwingen. Es wird alles, wie es mal war. Wow! Jetzt gewinnen wir. Pass jetzt auf, ne, dass ich nicht falsch drücke. Okay. Leute, wir haben gerade in einem anderen Turnier gegen Harry gewonnen. Gamba, let's go. So schlecht sieht's doch gar nicht aus, oder? Ich hab leider keine Punkte mehr für Gamba mehr. In Tier 3 bekommst du mehr Punkte. Nur mal so wollte ich in den Raum reinwerfen, ne? Nein! Tu es für mich. Ricky, komm. Wir kennen Harry. Wir kennen seine Stärken, wir kennen seine Schwächen. Komm. Ja, genau so. Weitermachen. Jetzt spring. Komm. Okay, warte. Ich lass dich machen, okay? Ricky, bitte. Wenn du gewinnst, kriegst du Fleisch. Das sieht gut aus, Chat. Das sieht echt gut aus. Aber jetzt kommt noch die... Okay, keine Backpfeife am Ende? Danke. Weil Harry ist so ein Schummler, ne? Harry ist so ein dreckiger Schummler. Ich wette nie wieder. Oh doch, gleich machst du bei der nächsten Wette wieder mit. Ich habe so Angst vor ihm, ne? Ich habe so Angst vor diesem O'Claymon. gegen Juno, Leute. Wieder. Juno war der, der richtig krasse Werte hat, aber irgendwie trotzdem nie gewinnt. 30 Sekunden. Let's go. Also irgendwie kein Turnier gewonnen hat, aber trotzdem immer so übelst die krassen Werte hat. Mm-hmm.
Ja, alle haben mich ständig fertig gemacht. Aber Juno hat bisher kein Turnier gewonnen. Obwohl er komischerweise immer extreme Stats hat. Im Vergleich zu den anderen. Super weird. Obwohl, sogar krass sind die gar nicht. Ich glaube, sein Skillwert hat mich immer eingeschüchtert. Komm, spring. Nach vorne. Und jump. Nein, warte gleich. Jetzt jump. Backpfeife. Spring. Ich habe wieder Yes gedrückt. Och Mann. Wieso passiert mir das ständig? Junge, 37 Damage. 33. Okay. Okay. Es lief so gut. Es lief so gut. Er macht 2 Treffer. Ist alles vorbei. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass ich aus Versehen immer falsch klicke, sondern ich glaube, das Ding ist automatisch auf Ja gestellt, ne? Und wenn du dann auch daneben klickst, hier, das Ja-Symbol ist ja hier so, aber auch wenn ich nach hier hin klicke, nimmt das Spiel quasi als Input an für Bestätigen. Deshalb glaube ich. Ja, ich darf nicht spammen. Aber ich habe trotzdem gut gespielt. Ich habe trotzdem gut gedrückt. Er hat jedes Mal getroffen, fast jedes Mal. Aber gegen Juno, what the fuck? So. Er macht 2 Backpfeifen. Ja, Leute. Jetzt kommt Oclaimon. Ich denke, ihr könnt alle auf Oclaimon gehen, oder? Ich denke, ihr könnt alle auf Oclaimon wählen. Denke mal, oder? So, Gamba, let's go. Der hat letztes Mal innerhalb von 2 Sekunden 100 Damage gemacht. Das ist einfach der gruseligste von allen. Keine Ahnung, wieso er jedes Turnier verliert. Das ist der gruseligste von allen. No. Und der hat nicht mal. Okay, der hat. Okay, doch, gut. 158 hat er, ja, okay. Und dann auch noch so viel Speed, ne? So viel Speed, so viel Power und das reicht. Ja, bei den anderen ist es irgendwie random, wer gewinnt. Bei mir sind die Stats wichtig. Tot. Okay, er holt jetzt aus, ich bin tot. Tot. Jo, damit hätte er one-hitted. Ja, tot. Der ist so krank, der Typ. Tot. Oh, Junge. Aber Ricky hat sich trotzdem gut geschlagen. Das ist bisher der beste Kampf gegen Oclaimon. Das ist bisher der beste Kampf gegen ihn. Er hat sich gut geschlagen. Aber nicht gut genug, leider. Leider nicht gut genug. Ich hasse Oclaimon so langsam. Also ich würde ihn gerne im Team haben.
Juno räumt diesmal richtig ab, aber Lonta auch. Aber ich habe gegen Lonta gewonnen. Wie räumt Lonta ab? Der hat doch mega aufs Maul bekommen. Gegen wen kämpfen wir? Gegen Leon? Gegen Leon? Gegen Leon. Gegen Leon. Gegen Leon. Gegen Leon. Du hast gegen Lonta verloren. Das ist eine dreckige Lüge. Leone! Let's go. Letzte Wette. Wie letzt? Ja, dann ist das Turnier vorbei. Und dann hole ich mir ein Lehm-Ricky. Schauen. Guck mal, 88 Leben. Das ist ein One-Hit. Du musst nur treffen. So, was will Leone überhaupt im Turnier? Sie will auf Farm gehen. Dieser Chap immer. Das war ja easy. Was macht er im Turnier überhaupt? Jetzt lass mich raten, er hat jetzt irgendwie zwei Duelle gegen die anderen gewonnen, oder? Leone hat gegen Oclaimon gewonnen und gegen Harry, wie hat Leone gegen Oclaimon gewonnen? Müsste nicht Oclaimon Leone one-hitten? Das ist eine dreckige Lüge. Oclaimon one-hitted die. Ja, genau, als ob Oclaimon gegen Harry verliert. Jeder hat gegen Harry gewonnen. Außer Oclaimon. Das kann doch nicht sein. Und Oak, ja, und Oak hat alles verloren. Nur gegen mich nicht. Das ist so rigged. Wir können gleich eine Gamba fürs ganze Turnier machen. Und ihr sagt, wer generell das Turnier gewinnt. Das ist die komplette Gamba. Das ist aber wirklich komplett Glück. 2 Win, 3 Lose. Dritter Platz aber. 200. Habe ich wieder Hater? Ich habe 2 Hater. Er soll keine Lessons lernen, er soll Geld nach Hause bringen. Nein. Das war nicht gut genug. Kriegst eine Kartoffel. Schnauze halten. Tja, Leute, schicke ich den weg? Schicke ich ihn in Gulag und hole mir einen neuen? Wir sind jetzt mittlerweile ein Jahr im Spiel. Es ist wieder der 1. Januar. Wir haben gar nicht beim Januar angefangen. Schon cuter. Was für ein cuter. Der kriegt ja gar nichts gerissen. Alter. Wieso ist dieses New Year Cup?
Free for all. Elimination. Free for all? Aber wieso ist das alles F? Und da gibt's 4000 zu gewinnen. Bitte was? Das F für Finale? Nee, das F ist für das leichteste Turnier. Ist das so ein wie bei Monopoly? Plus eins! Ist das sowas wie bei Monopoly, Leute? Wenn man einmal eine Runde dreht, dann kriegt man 200 Euro umsonst. Ist das hier vielleicht sowas ähnliches? Ist er gerade tired? Ich hab nicht gelesen. Ich glaube, er ist tired, oder? Nö, sieht fit aus. Hab den Gulag mit dir. Lappen. Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Ja, wir haben keine Zeit zum Lesen. Was für Lesen? Das ist die Steam-Version. So, F-Turnier, Leute, da gibt's 4000 zu gewinnen. Wenn wir die 4000 gewinnen, dann schicken wir den kleinen Ricky auf die Farm und holen uns ein neues Pokémon. Ja, die Buttons sind so groß, weil es das Spiel auch fürs Handy gibt. So, let's go. Das sind ganz neue Leute, Leute. Maharoti, Kaplan, Kitty, Steinriki, Epsilon, Goatrek, Ordorf, Dafiel. Junge, wie heißt Dafiel? Einfach irgendein Gott? Wir werden Dafiel leider nicht sehen in 3D. Junge, was sind jetzt hier für Monster? Okay, Leute, wir kämpfen zuerst gegen Kitty. Wie stark schon kann schon Kitty sein? 30 Sekunden, Gamba-Chat. Rein da, gegen Kitty. Ist jemand komplett Neues, Unbekanntes. Ist jemand komplett Neues, Unbekanntes. Die Musik ist schon echt hyped. Ist ja auch ein ernstes Turnier. Okay, let's go. Ich hab Nein gedrückt. Ich weiß nicht, wegen was ich mehr poggen soll, dass sie einfach fucking hot ist oder ihre Stats. Für mich als Furry sind ja Catgirls die Schwäche, Chat. Weggelasert. Ja, ich dachte auch, das ist ein F-Turnier. S ist das Beste, F ist das Leichteste. Ja, was ist das?
für ein Scam. Er braucht First Aid Treatment. Oh nein. Wenn Kiki danach verloren hat, dann müssen die anderen ja auch echt krass sein, obwohl es ist alles nur Gamba. Bei der KI ist es nur Gamba. Kotman, I think Steindrigi is injured. It's not serious, but I will put in the hospital. Junge, der wurde gerade eingeäschert. It's not serious. Steinriegel komplett eingeäschert. It's still in the hospital. Es scheint wohl doch ein bisschen mehr serious zu sein, oder? Er ist wieder da. Was geht ab, Mann? Mann, ich will den nicht mehr haben, Chat. Er kann gar nichts. Ich will ein neues Pokémon haben. Ja, das Ding ist, wenn ich ihn verkaufe, kann ich das neue Pokémon nicht vernünftig trainieren. Weil für das geile Training braucht man 2000. Und wenn ich es verkaufe, kriege ich wahrscheinlich nicht 300. Ich brauche 300 oder so. Nein, das neue Monster wird bestimmt cool. Aber hey, wenigstens kriegt er die Dominosteine umgeworfen. Ja, wenn ich zum Markt gehe dann, und anbiete auf dem Preis, auf dem Table, dann Table auf dem Marktbrett, dann werde ich wahrscheinlich, wird mir gesagt, wie teuer er ist. Ja, kriegst du eine Kartoffel hier. Willst du nicht auch seine Genauigkeit boosten? Wir brauchen nur Power, wir brauchen nur einen Schlag. Er muss nur einen Schlag machen und dann haben wir gewonnen. Was für tired. Okay, am Ende das. Wir können jetzt ein D-Turnier machen. Wir können im nächsten Turnier einfach nur auf den Sieger Gamba machen, ja. Nee, ich löse die Gamba nicht auf. Die Punkte sind jetzt für immer weg. Du bist jetzt verloren. Nein, ich will nicht resten. Wahrscheinlich, wenn der Vogel stirbt dabei, dann gibt es nochmal extra Power, oder? Deinis Well. So, letztes Mal Domino und dann Turnier. Acht! Okay. Okay, let's go. Jetzt kommt's, Leute. Wir machen jetzt eine große Gamba. Eine große Gamba, Chat. Eine große Gamba auf das ganze Turnier. Wir machen eine große Gamba.
eine große Gamba, wer von diesen 6 Teilnehmern der Sieger des Turniers sein wird. Okay? Wer gewinnt? Steinricky, Mats, Harry Kicks, Juno, Lonta oder Oh Clayman. So. 2 Minuten Zeit habt ihr, um euch zu überlegen, okay? Ich gebe euch 2 Minuten. Das ist ein E-Turnier. E wie einfach. Ganz schön viele Leute gehen auf Nats. Glaubt ihr wirklich, es wird Nats? Also wenn ich setzen könnte, ich würde auf... Ich glaube diesmal, dieses Turnier, das gehört diesmal Ricky. Also wenn ich setzen könnte, ich würde auf Ricky setzen. Nats hat schon mal gewonnen. Ja, Harry Kicks hat auch schon mal gewonnen. Guck dir den Lappen an. Der kann ja gar nichts. Harry ist der Cheatmeister. Beste, wisst ihr, wer gleich ohne Cheats gewinnen wird? Steinricky. Das ist Steinrickys Aufstieg. Hiernach wird er sich verwandeln in eine Steinmauer. Let's go. Erstes Duell. Steinricky gegen Nats. Das wäre eine coole Entwicklung. Ja, finde ich auch. Ein paar Sekunden noch, dann ist die Wette durch. Okay, let's go. Moment, wir kämpfen gegen Oakley zuerst? Ich dachte gegen Nets. Okay, nee, dann okay, erstmal Oakley. Mein Erzfeind. Komm schon, spring rauf, komm schon, bitte. Komm schon, noch eine, komm, gib ihm noch eine, Dodge, gib ihm eine, komm schon, mach doch keinen Scheiß. Das wird so knapp. Bitte dodge. Nein, er ist nicht gedodged. 34. Oh. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, die 34 waren zu viel. Wenn die 34 nicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht geklappt. Hätte es vielleicht geklappt. Ja, es lief gut. Ricky hat so viel Speed und greift trotzdem so selten an. Vielleicht bedeutet hier Speed eher, wie gut die ausweichen können. Weil Ricky weicht schon oft aus. Okay, Nets Lonta. Lonta hat gewonnen. Harry gegen Juno. Ganz schön even. Aber Harry hat gewonnen.
Okay, gegen Lonta. Let's go. Lonta kriegen wir hin, oder? Lonta kriegen wir hin. Das klappt. Ja, den machen wir weg. Ricky macht das schon. Das ist ja gar nichts für Ricky. Das ist ja ein Spaziergang hier. Ey, hör auf. Ey, hör auf. Ey, hör auf. Und Squid, danke schön für 11 Monate. Leben ist anstrengend, Keggy streams nicht. Guten Abend zusammen. Kuss. Komm schon. Du darfst nicht mehr noch mehr aufs Maul bekommen. Komm. Halte durch. Ricky, halte durch. Ja. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör doch auf. Der ist einfach fucking Propeller. Was ist dieser Kampf gerade? Was für ein Schlagabtausch. Ja. Power. Er explodiert gleich. Nice. 1,6%. Okay, mal gucken, ob jemand gleich 2 Siege hat. Ob irgendjemand gleich 2 Siege haben wird. Okay. O'Clayman, bitte verlier. Bitte verlier, O'Clayman. Ja, er hat verloren. Er hat verloren. Aber jetzt hat Harry 2 Siege. Harry bisher der Stärkste. Harry bisher der Stärkste. Oh, gegen Juno. Gegen Juno kann ich nur verlieren, oder? Juno ist einfach viel zu krass. Ja, ist vorbei. Kann ich direkt... Ich kann zurückspulen im Spiel? Backwards? Yeah. Gut. Guter Start. Weiter so. Gut. Deutsch, komm schon, nochmal. Ja, super gut. Yo, Ricky! Wir haben ihn mit seinem Arschkopf. Kopfarsch, meine ich. Headbutt. Was war das denn? Critical oder was? Yo! Ja, töte ihn! Dass er nie wieder hier hinkommt. Nie wieder soll er hier sich blicken lassen. Juno hat bisher jeden Kampf verloren, oder? Jo, Juno hat 3-mal verloren. Okay, wenn Harry muss verlieren. Ich hoffe, Harry verliert jetzt. Dann bin ich mit Harry gleich auf. Harry muss verlieren. Komm schon, Netz, komm schon. Oh, Netz hat gewonnen. Okay, jetzt sind Harry, Netz und Ricky auf einem Platz quasi. Vielleicht holt jetzt Lonta auf oder O'Clay holt jetzt auf. Ah, shit. O'Clay hat aufgeholt. Hat jetzt auch 2 Siege. Fuck. Vor O'Clay habe ich Angst. Okay, jetzt Ricky gegen. Komm. Stein, Ricky, komm. Mach Ricky weg. Komm schon. Wir haben schon mal Ricky besiegt. Wir haben 2-mal schon Ricky besiegt. Das wird er machen. Was war das denn? Ricky, bitte enttäusch mich nicht. Wir haben schon 2-mal Harry besiegt. Ricky, wir haben schon 2-mal Harry besiegt. Ricky, ich bitte dich. Ricky, ich bitte dich. Ricky, bitte. Jetzt, wo es so wichtig ist, verlierst du gegen Harry oder was? Bist du eine
Du bist so eine Enttäuschung. Es tut mir so weh, dich in die Welt gesetzt zu haben. Ja, jetzt kannst du auch aufhören. Okay, mach weiter, gefällt mir. Ja, mach weiter, gefällt mir sehr gut. Mach weiter. Komm, Ricky. Ricky, mach weiter. Nein, Ricky. Jetzt nur aushalten, jetzt durchhalten. Durchhalten. Der war wichtig. Der war wichtig, Chat. Der war wichtig. Der war wichtig. 3 Siege für Ricky. Okay. O'Clayman, bitte. O'Clayman darf nicht gewinnen. O'Clayman, wenn es am Ende irgendwie darauf hinausläuft, dass O'Clayman und Ricky Gleichstand sind, dann muss ich nochmal gegen O'Clayman kämpfen. Und ich werde gegen O'Clayman verlieren. Ja, O'Clayman gewinnt! O'Clayman gewinnt! Okay, O'Clayman, wir haben noch eine Chance. Gegen Nuts gewinne ich definitiv. Dann habe ich 4 Siege. Aber O'Clayman muss dann gegen Lonta verlieren. O'Clayman muss gegen Lonta verlieren. Gegen Juno kämpft er. Okay, dann gegen Juno. Nee, gegen. Ich verstehe die Tabelle nicht. Scheiß drauf. Nuts hat aufgegeben! So. Und jetzt hängt's davon ab. Jetzt hängt's davon ab, ob O'Clayman gewinnt oder nicht. Wenn O'Clayman jetzt gewinnt, dann wird er auch gegen Ricky gewinnen. Das Duell ist scheißegal. Und jetzt das wichtigste Duell. O'Clayman gegen Juno. No way. No way. Als ob es noch so spannend wird. Oh nein. Ricky. Oh nein, Ricky. Bitte, Ricky. Ricky, bitte. Bitte, Ricky. Oh, bitte. Ricky, bitte. Dodge. Perfekt. Nein. Ah, 30. Ricky, komm schon. Ricky, komm schon. No. Guter Ricky. Komm. Bitte, Ricky. Jetzt einfach nur dodgen. Einfach nur noch dodgen. Geh nicht so rein an. Einfach ein bisschen dodgen. Nein. Der Slap hat gesessen. Nein, als ob. Komm noch ein. Setz einen drauf. Fünf Prozent.
5%. Ich glaube, Oclaimon haben die wenigsten gewählt. Oclaimon haben, glaube ich, die wenigsten gewählt. In der Gamba. Mm. 5% waren für Oclaimon. Keine Ahnung, wieso das nicht mehr im Stream angezeigt wird, das Ding. Aber ja. Das war viel zu spannend. Das war viel zu spannend. Das war viel zu spannend. .378.000 Punkte. Zalifa, Dankeschön für 28 Monate. Kid, du hast gerade 197.000 bekommen. Aber hey, wir haben Fans. Mit dem Geld, was wir jetzt bekommen haben, können wir ihn in den Gulag schicken wieder. Also an die See oder so. An die frische Luft. Ja, komm, bist halt gepraised. Gut, zweiter Platz bisher. Ich meine, er hat 4 Kämpfe gewonnen. Ah, gut, hier. Yeah. Hast du gut gemacht. Wie viel Geld kann ich ihm geben? Ja, kriegst heute Milch. Hast du gut gemacht. Kriegst du Milch. Ja, gute Nacht, der Balius. Kriegst diesmal eine Milch. Ja, das Ding ist, Ockmann ist nicht nur zu tanky, Ockmann ist auch noch zu schnell und zu stark. Er macht viel Damage, er ist sehr schnell und hat auch noch so viel Leben. Das ist ja das Lächerliche. Wir haben einen Brief bekommen. Ist sogar im Angebot? Ist sogar gerade im Angebot. Oder schicken wir ihn weg? Ich muss aufhören mit Gamba. Es gibt mir so einen Adrenalinschub. Schicken wir ihn weg, Leute, und holen uns einen neuen? Ich will so eine geile Wand haben. So eine Steinwand. Ja, so eine Wand wäre halt schon echt cool. Wo schicken wir den hin? Diesen Monat ist im Angebot. Ja, ich würde ihn gerne in die Wüste schicken wegen Power. Aber da hat er letztes Mal ziemlich fett reingeschissen, ne? Oder wir schicken ihn ins Eis zum Speed und Live. Hm. Ich würde ihn auch eher aufs Heavy Hitter machen, aber das letzte Mal, als wir ihn in die Wüste geschickt haben, hat er halt echt aufs Maul bekommen. Der hat dann nichts geschissen bekommen.
Hey, Moment, die Wüste fängt jetzt anders an. Moment, waren wir in der Wüste? Nee, der Dschungel war da, wo er so fett reingeschissen hat. Wir waren noch gar nicht in der Wüste. Der Dschungel war, wo er so reingeschissen hat. Okay, gut, der scheißt aber auch hier rein. Er scheißt auch hier rein, oder? Nee, er hat's geschafft. Sleeping Game. Was ist das denn gewesen gerade? Ach, hier soll ihn aufwecken oder so. Pokeflöte, Junge, Pokeflöte. Hol Anlauf, komm schon. Er holt Anlauf, oder? Schade. Doch, er holt Anlauf. Junge, dieses Hin und Her. Mach doch einfach. Komm schon. Wenn er das jetzt schafft, sehen wir zum ersten Mal das Finale. Was passiert da gerade? Was passiert da? Nein, komm schon. Komm schon, nein. Bitte. Ja! Ich glaube, das ist gut. Nein, nicht wieder zurück. Mann, wir werden nie den Endboss davon sehen, von diesen Aufträgen. Komm, jetzt wenigstens jetzt zum Abschluss. Komm. Er steht gleich nochmal auf. Komm. Hol jetzt richtig aus. Komm. Komm schon. Ja? Ja? Oh. Und Rattener, danke für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir haben eine neue Technik gelernt. It seems pretty strong. You are too hard on it. Was? Ich hab doch gerade... Will pass out. Oh, mein Gott, heul nicht rum. Ich kann nicht nochmal Wüste machen. Jetzt ist wieder, der Monat ist vergangen, ist wieder Vollpreis. 2000. Moment, ich habe Geld bekommen. Ich habe doch 1000 Geld bekommen, ne? Nee, hä? Ah, nee, ich hab's ja nicht geschafft. Lol, lol. Ich bin dumm, sorry. Ja, wir gewinnen jetzt einfach das Turnier. Heute ist nur ein D-Turnier. Ich schaff doch kein D-Turnier, oder? Aber, ja. Vielleicht ist der neue Hit extrem stark. Wir gehen zum ersten Mal ins D-Turnier. Gemini Cup. Gemini. Here we are in the Pear Arena, and it's Smuggy Spring Day. Under this condition, Gimini Cup is now beginning. Hey, it's you. Was geht ab, Mann? So wenige? Okay, Chat. Gegen Milliam. Gegen Milliam.
gegen Milliam. Wer gewinnt? Milliam oder Steinricki? 30 Sekunden, Gamba. Let's go, schnell. Aber ja, hier ist neuer Harry. Harry Mau. Zum Glück kein Catgirl. Junge fucking Kitty mit ihrem Feuerstrahl. Junge. Das war lächerlich. Als ob ihr denkt, Ricky kriegt so aufs Maul. Leute, Ricky war gerade echt gut in der Wüste unterwegs und hat einen neuen Skill gelernt. Das wird's jetzt. Das ist ein anderes Hot Girl. Und ihre Stats, Leute. Die hat aber wenig Leben. Also vielleicht ist sie tot, bevor sie trifft. Sie hat einen Liebesangriff. Dodge. Batz, Junge! 49! Weg mit der Alten! Batz! Was hat die auch 66 Leben, Junge? 66 Leben. Opfer! Junge, ich will gegen diesen Capoeira. Wir müssen jetzt gegen diesen Capoeira kämpfen. Der sieht echt wild aus. Habt ihr den gerade gesehen? Okay, let's go, Leute. Gegen Capella. Capella. 30 Sekunden. Ich glaube, diese Prediction anzeige ich im Stream. Ich glaube, sobald ich mehr als zwei Dinge zur Auswahl stelle, dann funktioniert, glaube ich, die App nicht mehr. Sie zeigt, glaube ich, immer nur, wenn es 1 gegen 1 ist, ne? Aber was ist denn unser neuer Skill? Muss man. Ne, der war in der Leiste dabei. Der war gerade schon in der Leiste drin, aber er hat ihn nicht eingesetzt. Weil er. Ich lasse ja die KI alles machen. Der ist jetzt an der. Okay. Junge, was ist das für ein Viech? Hui. Hat ihn sogar eingesetzt, echt? Der zweite Skill halt. Der Long Punch. Ja, entspann dich, what the fuck? Der Long Punch. Ist genau mit der anderen Hand jetzt. Mit der linken. Ja, wow. Yes. Jep, die linke. Nochmal die linke. Komm, mach ihn weg. Schön Long Punch jetzt. Zack, 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 mach ihn weg. Ja. Nein. Oh, komm schon. Nein, komm schon. Och, komm. Das lief so gut. Das lief so gut. Also, es lief nicht so gut, nein, aber... Aber auch nicht schlecht. Ja, fuck. Also, hätte Capella jetzt auch ein Duell verloren gehabt, dann wäre es vielleicht noch möglich, aber vielleicht verliert jetzt Capella. Aber dann muss ich jetzt gewinnen. Wenn Capella jetzt verliert und ich gewinne, dann sind wir wieder drin. Und dann kriegen wir eine Rewatch. Rewatch? Revenge. Rematch und Rewatch.
Okay, wir müssen gegen Harry gewinnen, Chat. Oder denkt ihr, Harry gewinnt? Harry! So, 30 Sekunden, let's go. Imagine, ich gewinne jetzt dieses Turnier. Die ganze Zeit bei E verzweifelt und gewinne dann einfach direkt D beim First Try. Okay, Ricky. Harry hat echt viel Skill. Aber den werden wir löschen. Nein, wir brauchen keinen Ockmann. Dodgen. Jo, was war das denn? Shuriken. Schade. Shuriken. Schade. Shuriken. Nice. Nice, nice, nice. Ein Treffer noch. Komm. Ein Treffer noch, komm. Und wir sind schon auf der guten Seite. Ah, der Slap. Was war das denn? Komm, spring ihn an. Spring ihn an. Claw Soul. Yeah! easy. Easy? Entspann dich. Hallo. Okay. Der Junge muss gleich ins Krankenhaus. Okay. Aber wenn wir jetzt bei D schon so gut abschneiden, dann sollte ja jetzt E eigentlich free sein, ne? So, jetzt kommt's drauf an, Leute. Capella muss verlieren. Capella muss verlieren. Wenn Capella noch verliert, kriegen wir ein Rematch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, jetzt haben wir noch ein Rematch bekommen. Wir kriegen noch ein Rematch. Komm schon. Leute, Rematch. Ihr habt gerade den Kampf gesehen gegen Capella. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. 30 Sekunden, let's go. Hab Angst zu wetten. Rein da. Jo, was ist das eigentlich für ein Glücksspielstream? Hiernach gehen alle ins Casino. Junge, Kit hat so abgeräumt vorhin mit den Punkten. Kit meldet sich gleich auf der Slots-Seite an, weil er sich denkt, Alter, ich habe so viel Glück. Das ist hier eine Einstiegsdroge, halt wirklich. Okay, let's go. Komm schon. Das Problem ist halt auch, Capella hat 217 Defense, ne? Wenn wir ihn halt treffen, dann hittet das halt nicht so hart, ne? Mach den Vorschlag bitte nicht. Bitte geh nicht ins Casino, Kid. Na. Ah. Ah. Kombo. Das ist doch lächerlich. Komm, dodge. Also der erste Kampf war nicht so schlecht. Also der erste Kampf war echt nicht so schlecht, ne? Der erste ging voll klar.
Aber der, das war ja komplett lächerlich. Wie er noch flext. Können wir Ricky wegschicken? Ich verstehe dieses Kampfsystem null. Du musst doch nichts verstehen. Du guckst einfach auf die zwei Balken und hoffst, dass dein Balken voller bleibt. Mehr musst du nicht verstehen. Ich verstehe nämlich auch nicht mehr. Junge, schon der zweite Cup, wo ich wieder als Zweiter ende. Alter, 1900 Leute, wir können wieder ihn in die Wüste schicken. Leider kein Fame. Wieso soll ich ihn ins Gebirge schicken? Kriegst jetzt einen Fisch. Hast gut gemacht, kriegst einen Fisch. Ja, immer in die Wüste, immer stärker pushen, damit wir die Gegner one-hitten. Fuck. Diesen Moment ist das offizielle Turnier, Leute. Da müssen wir eigentlich teilnehmen, ne? It's from Auntie Verde. A huge bargain sale. Buy now, below cost. A stormy week. Ja, das Problem ist, wenn diesen Monat wirklich das offizielle Turnier wieder ist, Leute. Und das offizielle Turnier ist, glaube ich, so quasi die Story, ne? Da will man halt komplett das Ende gewinnen, denke ich mal. Aber dann kann ich ihn auch nicht mehr wieder in die Wüste schicken. Weil die Wüste dauert ja einen Monat lang. Was für Speed. Er muss nicht schnell sein. Er muss nicht tanky sein. Er muss einfach nur one-hitten. Er muss einfach nur one-hitten. What the fuck? Da haben wir so eine Druckwelle durchgeschossen. Der hat einfach so eine Druckwelle durchgeschossen. Der Typ ist auf einem anderen Level, wirklich. Ah, oh, jetzt schwächelt er wieder. Okay, Leute, offizielles Turnier. Wir machen bei dem großen Turnier wieder nur eine Wette, okay? Eine große Wette. Große Wette, großes Turnier. Oder gehen wir direkt nach D? Oder gehen wir direkt nach D? Nicht greedy werden. Gewinn erstmal eh. Ich würde schon gerne eigentlich mal gegen O'Claymon einmal gewinnen, ne? Komm, wir gehen nach eh. Ja, ich will mich bei O'Clayman retten. So, Leute, wir machen wieder die große Wette, ne?
Es sind wieder unsere Lieblingsteilnehmer. Und wir machen wieder die große Wette von vorhin. Wo war die? Hier. Okay. Sogar in derselben Position. Moment. Juno ist weg. Wir haben anstelle von Juno jetzt Leone. Juno ist weg. Juno ist gestorben. Oder wurde auf die Farm geschickt. 2 Minuten Zeit, Chat. Gibt's auch einen Gamba Addict Emote? Deschke? Nee, Leone ist kein Newcomer. Leone hat mir schon mal im Turnier gehabt. Direkt auch erste Runde gegen Erzfeind. Gegen O'Clayman. Imagine, Steinricki lebt schon irgendwie seit einem halben Jahr oder sogar länger. Und versucht dieses Turnier zu gewinnen. Sein ganzes Leben hat er in dieses Turnier investiert. Ich versuche mal den Kit zu machen. Wie sieht die Gamba gerade aus? Junge. 79% auf Steinricki. 0% auf Nets. 7% auf Harry. 6 auf Leone, 0 auf Lonta und 7 auf O'Clayman. Jetzt gewinnt Lonta. Also, ich würde so lachen, wenn Nets gewinnt, ne? Ich würde so lachen, wenn Nets gewinnt. Aber er kann nicht gewinnen. Nets ist richtig, richtig scheiße. Nets hat schon mal gewonnen, ja, weil ich nicht gewonnen habe. Aber diesmal gewinne ich. Junge, ich one-hitte Nets. Jetzt kommt Leone war ja schon länger nicht mehr da. Leone kommt jetzt aus dem Gym. Aus dem Gulag kommt sie jetzt raus. Komplett buff. Ich verstehe das Spiel nicht mal, das ist okay. Chop. Komm schon. Ja. Ja. Oh, ho, 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 ho. Weichen. Ausweichen. Jetzt einfach nur noch dodgen. Entspann dich, nur noch dodgen. Nur noch dodgen. Dodge einfach. Einfach dodgen. Dodgen. Entspann dich doch, dodge. Du musst ihn jetzt nicht komplett vernichten. Er will ihn halt komplett löschen. Oh, Junge. Chill! Aber genau das meine ich. Genau das will ich, dass Steinricki so ist. Wenn er trifft, dann passiert sowas. Und Kong, Dankeschön für ein Jahr. Vielen, vielen Dank. Lonta. Lol. Wohl er Lolta. Ja, Harry kriegt auch aufs Maul. Ja, jetzt kann mich eigentlich keiner mehr aufhalten. Ich habe gegen den Schlimmsten gewonnen. Das heißt, jetzt ab jetzt easy win. Ich gewinne jetzt gegen jeden. Ricky wird jetzt komplett alle wegräumen. Ricky wird jetzt komplett alle wegräumen.
Habe ich wieder gewählt, dass ich wieder dran bin? Scheiße. Ich habe wieder gewählt, dass ich drücken muss. Mann. Ich verstehe doch das Spiel nicht. Ja, okay. Okay. Ja, die größte Schwäche von Ricky bin ich selbst. Der Spucker. Er hat ihm einfach ins Gesicht gespittet. Nur weil ich mich wieder verklickt habe. Wie er mir ins Gesicht gespittet hat und die letzten Damage-Prozente noch gemacht hat. Ich hasse alles. Aber Lonta hat auch einmal verloren. Claymon hat gewonnen. So, Leone. Nein. Können wir Keggy auf dem Markt austauschen? Ricky macht keinen Scheiß. Ricky, der hat nur 88 Leben. Einmal anspringen, du hast gewonnen. Ricky. Ricky hat nur 88 Leben. Ricky, wieso legst du dich auf den Boden? Ricky. Ricky, wieso liegst du? Ricky, steh. Ricky, ich bitte dich. Danke. Leone war halt wirklich im Gym. Aber das ist halt so fucking lächerlich, dass Nuts wirklich 2 Siege gemacht hat. Wenn jetzt Nuts noch gewinnt, ne? Okay, nein, sehr gut. Clayman, bitte verlier. Oh, Clayman gewinnt. Okay, es führen momentan Clay, Nuts und Steinricky. Führen gerade. Nein. Komm, Harry, schaffst du. Harry, schaffst du. Harry, schaffst du. Ja. Yeah. Dann nochmal. Spring ihn an. Ja. Yeah. Komm schon. Auf beiseite. Ja, okay. Jetzt sollte es geschafft sein, ja? Ja, jetzt easy. Ja, gewonnen. Ich hoffe auch, Clayman verliert gleich.
Jo. Ja, ein Damage. Ein Leben, das hättest du auch ruhig nehmen können. Okay, also Netz muss verlieren und Oclaimon muss besiegen, verlieren. Die beiden müssen verlieren. Das wäre nice. Ah, die kämpfen sogar gegeneinander. Oh. Okay, dann bin ich für Netz. Ah, Claim. Fucking Claimen. Fucking Claimen. Es läuft halt wirklich darauf hinaus, dass ich gleich am Ende nochmal gegen Claimen kämpfen muss, oder? So, nochmal gegen Netz. Das Ding ist, wenn ich jetzt gegen Netz verliere und Claimen gleich gegen seine letzten Runde gewinnt, dann habe ich ein Problem. Also ich muss jetzt auf jeden Fall gewinnen, damit ich ins mögliche Finale komme. Also wenn es ein Finale geben sollte. Ich meine, es wäre episch, wenn nochmal dasselbe passiert wie beim letzten E-Finale. Dass wieder Ricky gegen Clay gegeneinander kämpft. Netz hat 57 Leben! Wie konnte der so viel gewinnen? Autsch! Autsch! Ich verstehe nicht, wieso der im Turnier mitmacht. So. Wenn jetzt Clayman verliert, dann müssen wir nicht mal ein Rematch machen. Dann haben wir gewonnen. Aber es wäre schon cool, wenn jetzt Clayman gewinnt. Auch wenn ich es mir nicht wünsche, aber für den Unterhaltungswert wäre schon cool, wenn jetzt Clayman gewinnt. Ja, ihr seid egal. So. Leone gegen Clay. Das war noch fucking knapp. Das war noch fucking knapp. Das war noch fucking knapp. Aber hey, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft, Stein-Ricky. Jetzt kann ich dich eigentlich verkaufen, jetzt bist du Fame. Und mir 9 holen. Mann, der eine Lose, der hätte halt nicht sein müssen. Der eine Lose, das war, weil ich mich wieder verklickt habe gegen Lonta. Der hätte echt nicht sein müssen. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich alle gewonnen. Und der wäre jetzt super Fame. Ja, 700 Preisgeld waren es insgesamt. Oh, Speed Level Up. Aber ja, für ein E-Turnier, ne? Komm, hast du dir verdient. Ja, das dicke, gute Fleisch für 300. Halbes Turniergeld geht drauf. Thank you.
das wieder. Based on your performance, we will grant you the rank mentioned on the right. Ich bin Rang aufgestiegen. Do you know what I'm talking about? Ja, ja, alles gut. Ricky hat Geburtstag. Leute, Ricky hat Geburtstag. Ricky hat Geburtstag. Wir brauchen Musik. Gibt's die Boys, die das machen? Aber die haben doch bestimmt. Die haben keinen Geburtstag. Doch, haben die. Heilwolf, oh lieber Richard, das ist dein Lied, ja nur dein Lied. Denn du hast das längste, du hast das längste, du hast das, du hast das, du hast das. Er trinkt ein ganzes Party fast auf. Richard, Richard, Richard. Das ist Richard. Wer rechnet in seinem Kopf die letzte Stelle von Pi? Das ist Richard, das ist Richard. Richard. Wer ist der Boss? Boss, Boss, und sie verdammt braun. Das war mein Song. Das längste Pferd, das längste Pferd, das längste Pferd der Welt. Oh, lieber Richard, das Original, phänomenal, dein Intellekt. Hast du schön gesungen, Colt. Hast du schön gesungen. Ja, Steinrück, ihr liebt's. Gut, Steinrück, he seems to be happy. Now, shall I give you a present? Ja! Danke! Alles Gute, Ricky Cat Jam. Mr. Squid, dankeschön. Keep up the good work. Master Pops! Junge, ich habe ein Turnier gewonnen. Auf einmal kommen alle und labern mich voll. Wir müssen noch einmal zum Abschluss, Leute. Noch einmal in die Wüste gehen. Ich will gegen diese Platte gewinnen. Ich will diese Platte überhaupt sehen. Ich will diese Scheißplatte sehen. Nee, man kann immer nur ein Monster haben. Ist zwar eine Verschwendung, 2000, aber hey. Ich will diese Platte sehen. Let's go. Ricky hat den besten Moment seines Lebens verpasst. Imagine, Ricky ist nicht da und Murray, der eigentlich das Spiel gekauft hat, ist auch nicht da. Die zwei wichtigsten Personen für dieses Spiel sind nicht da. Komm, geh raus. Geh raus. Geh raus. Die hassen dich, ich glaube auch. Skill get! Ich habe einfach einen Skill bekommen. Weg ihn auf, komm schon, weg ihn auf. Weg ihn auf. Ja, die Musik hat ein bisschen Crash-Vibes, ja. Jetzt Anlauf holen. Und dann wächst ihn auf. Let's go. Renn. Ja, okay. So, jetzt kommt das Schwierigste.
gleich 200 schon Power, Leute. Komm, mit fast 200 Power schafft er doch diesen scheiß Stein kaputt zu machen. Komm schon. Nicht aufgeben, Ricky. Ricky, nicht aufgeben. Ricky, ich glaub an dich. Komm, jetzt steh auf. Mach den finalen Schlag. Komm schon. Ach komm, fick dich doch einfach. Schick dich doch einfach. Was ist das? Was ist das? Ich habe für dich ein Lied angemacht, Ricky. Weißt du, am Ende des Streams enttäuscht er trotzdem. Wir kaufen uns SpongeBob holen. War das hier nicht SpongeBob? Nee, das war Monster Rancher, ne? Wahrscheinlich geht es ab 200. Aber wir haben eine neue Technik bekommen. Das Ding ist halt, dadurch, dass ich jetzt einen Rang ja höher bin, ne, kann ich bestimmt auch seltenere Monster holen. This monster is a prototype made by engineers. Prioto Hanger. Its IQ is high, but it often mistakes itself for human. Das Ding ist halt, vielleicht weil ich ja jetzt ein besserer Trainer bin, kriege ich auch bessere Monster. First Grade. Ich bin First Grade Trainer. Win, 16 Loses, 6 K.O.s. Ja, ich hab eh gewonnen. Also das Monatsturnier habe ich gewonnen. Das heißt, ich bin ja schon besser geworden. Vielleicht kriege ich jetzt bessere Monster. Aber könnte natürlich sein, dass ich wieder ein schlechteres bekomme, ne? Lass halt am Ende noch ein Monster ziehen. Also soll ich ihn noch verkaufen? Jetzt zum Abschluss? Doch nicht Richard. Wir verkaufen Richard. Weg mit dir. 200. Ist ja gar nichts, so viel Geld, wie ich in ihn gepumpt habe. Ciao, Ricky. Du mieses Schwein. Die Season hat gechanged und jetzt wähle ich ein Monster aus und jetzt kriege ich das oder was? Ich kriege einfach so ein Monster geschenkt?
Die sind alle viel schwächer als Richard, Leute. Ich bin beim falschen NPC. Ah, ich war beim Market. Ach, Mann. Das war der falsche Song. Falsch geschrieben? Spawn Gabob. Wo ist denn die Metal-Version? Hier. Metal-Version geht nicht. Immer noch nicht. Kommt dann immer derselbe? Schnell, irgendwas, Chat. Irgendeinen coolen Song. Schnell. Ricky. Ricky Martin, Ricky Martin. Nas nie dogoniat! It's all about us! Geht auch nicht. Mann, nichts geht! Alter Bangerang! Wo ist Elle? Jetzt kommt der, das Bangerang-Pokémon. Bitte eine Wand. Hoho! Was ist das für ein heiliges Wesen der Göttlichkeit? Oh, ist der klein! Er ist ja richtig scheiße. Der ist ja richtig scheiße. Der ist ja richtig scheiße. Das Bangerang Ricky. Ricky. Von wem ist Popcorn? Das ist jetzt die Frage.
Ach, Regret, Regret ist zu krass, das Monster. Das Beste ist halt wirklich SpongeBob. Mit 249 Int. Der ist gut, ne? Sherry, Sherry Lady, Alter. Sherry, Sherry. Warte hier. Alter, Crazy Frog wäre geil. Ach ja, das sind ja die Alben, ne? Keine Ahnung, wo das drauf ist, Junge. Ist nicht Alex F? Alex Fox. Oder Axel. Ach, Axel F. Griechischer Wein! Komm, schenk mir ein! Alter. Ja, es geht! Der ist strong, der muss strong sein. Jo! Wer ist der denn? Was ist diese Brustbehaarung und dieser Schnauzer? Und dann wobbelt sein Bauch so. Jo, wie klein der ist! Cute! Was für cute! Der ist mega unheimlich! Ich hoffe, es kann 15. Es kann 14. Ja, ist einfach. Oh, ich kann es nicht schreiben. Ist einfach. Boomer, Ricky. Boomer, Ricky. Ja, komm. Okay, er bleibt stehen. Ich dachte, er kommt jetzt hier angelaufen. Griechischer Wein. Komm, schenk dir ein. Komm. Junge, was ein Monster. Oi, Romo. H, oi, Romo. Junge, der hat einfach direkt schon 197 Power. 160 Skill und 143 Speed. Einfach der bessere Stein-Ricky. Der bessere Stein-Ricky. Ja, Mann, der Bauch wabbelt die ganze Zeit so komisch. Er hat ein bisschen was von einem Lolorito aus. Heißen die so? Aus FF14, die Hasen. Hat ein bisschen was von denen. Typ Tornado. Was für Tornado? Lopurit. Der sieht so scheiße aus. Der hat den gleichen Schnauzer wie du, Kaggy. Ich kann den nicht in die Wüste schicken. Ich habe kein Geld für die Wüste. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Schwächen gibt. Junge, dieser scheiß Bauch. Ja, da angelaufen kommt. Ja, wir können jetzt nicht. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören.
Okay, letztes Turnier für heute. Oh. Wir müssen einmal mit ihm ein Turnier machen. Ein Gamba noch. Das ist sogar ein kurzes Turnier. Miliam Sakura Art. Okay. Okay, Miliam hat komplett aufs Maul bekommen. Und Leute, Gamba, let's go. Jetzt ist es Boomeriki oder Harry. 30 Sekunden, let's go. Kommt darauf an, ob ich verliere die letzte Wette heute. Jo, gute Nacht, Escape. Ciao, ciao. Junge, was ein Game. Was ein Game. Jo, der Skill von dem. Okay, der wird gelöscht. Der hat keinen Furz, oder? Der hat Furz. Wie klein der auch ist. 4 Damage. Das Problem ist halt, der Furz ist ein Skill, der auf Int skaliert. Und der hat halt kein Int. Er muss halt in den Nahkampf. Er muss halt in den Nahkampf. Er muss halt schlagen. Er muss halt schlagen. Ricky, du musst schlagen. Ein Schlag reicht. Genau das. Genau das muss er machen. Und dann klappt's. So, und jetzt nochmal Ricky gegen Sakura Art. Let's go. Ja, das ist seine Skills. Ich weiß nicht, ob man die später irgendwie, oder vielleicht kann man die jetzt schon im Lab oder sowas, vielleicht Fähigkeiten verlernen, aber eigentlich müsste ich ihm das Furzen entlernen oder so. Weil wenn er das immer die ganze Zeit, die KI die ganze Zeit den Furz spammt, dann ja, wird das nichts. Dafür ist er falsch geskillt. Okay, recht even. Recht even. Let's go. Letzte Wette für heute. Dritter Platz erstmal. Okay. Harry hat dritten Platz. Finale. Sakura hat echt krass ausgeglichene Werte. Sakura ist ja echt strong. Ui, guter Start. Ach, du weißt so, shit. Hör doch auf damit. Aber 11 Damage sind 11 Damage, ne? Nein, nein. Shit. Shit, okay, jetzt muss Ricky noch einmal gut treffen, komm. Ricky, du musst einmal gut treffen. Ricky, komm, bitte. Ricky, du musst noch einmal gut treffen, Ricky. Ricky, bitte. Ricky, du musst einmal noch gut treffen. Komm, Ricky. Ricky, ich bitte dich. Ricky, komm. Guten Upblow.
Komm, blow up, up blow. Komm, upper blow. Komm schon, einen guten. Du bist so ein Versager. Was ist sie eigentlich für ein Unfall von Design? Bumariki verkaufen. Das Ding ist, Bumariki ist strong, aber seine Fähigkeiten sind irgendwie komisch. Sein Upper Blow kann er nur aus Entfernung machen. Und den Skill davor kann er auch nur aus Entfernung machen, aber der braucht Int. Super komische Skills hat jeder, hat. Aber 550 sind 550. Ein Kampf gewonnen und einfach 550 Cash bekommen. Weil ich einen Kampf gewonnen habe. Ja gut, was er auch schlecht hat, ist die Defense, ne? Ich glaube, Steinricky hatte um einiges mehr Defense gehabt, ne? Du hast für den zweiten Platz mehr bekommen als für den Win in einem anderen Turnier, ja. Das war aber auch ein D. Das war ja auch ein D, schon schwieriger. Deshalb, ja. Oh boy. Oh boy. Ja, das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Videospiel, Leute. Das war auf jeden Fall ein Videospiel. Was? Was? Hä? 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 Ich habe versucht, auf die höhere Zahl zu drücken, hat nicht funktioniert. Hey, vorhin habe ich auf die höhere gedrückt, das hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es auf einmal. Ne, sie ist jetzt wieder nicht funktioniert. Die 6 hat nicht gezählt. Das war der Job, den ich angenommen hatte, Leute. Ich hatte doch einen Job angenommen bei dem Typen in der Stadt. Und jetzt war ich im Hauptmenü und mit dem Hauptmenü konnte ich jetzt einen Job auswählen und den Job machen. Kann es sein, dass dieses Spiel damals so connected war, dass du außerhalb vom Spiel nochmal so ein Tamagotchi-Ding hattest? So wie bei Final Fantasy VIII. Da hast du ja auch so ein Tamagotchi-Ding. Wo du außerhalb des Spiels nochmal dein Chocobo züchten kannst. Oder bei Pokémon, ja. Da gab's das auch mit dem Pikachu. Und das ist irgendwie sowas Ähnliches, nur bei Monster Rancher. Dass du auf dem Weg zur Schule noch einen Job machen konntest. Um nebenbei Geld zu verdienen. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein. War sehr cool, war sehr funny. Wir sehen uns morgen.